Dank für diese anregende Geschichtsstunde. Ja, nicht wahr? Ich habe noch vieles weitere zu erzählen. Es ist ja nicht so, dass die Geschichte der Kaiser ändert, als sie von Rohal abgesetzt worden sind. Nein, nein. Sie geht dann erst richtig los. Ich bin schon sehr gespannt, die Fortsetzung zu hören, wenn wir die ganzen heiligen Stätten besuchen werden. Ja, richtig, richtig. Und seht, erst nach 466 wurde dann Preios Dank errichtet. Und wir haben ja seitdem schon 600 Jahre mittlerweile mehr, die ins Land gezogen sind. Irmin entfernt sich dann mit etwas schnellerem Schritt als üblich, geht nach oben und lässt sich dann in der Kapitänskajüte in einen Sessel fallen. Ich gehe nochmal zur Tür und hey, du da, du kannst das. Ja, Halt Wache hier vor der Tür. wie immer. Gut. Du bist zu spät. Knall die Tür zu und geh natürlich dann. Wenn ich noch einen einzigen Priesterkaiser hören muss, dann schreie ich. Paios hat mir die Wahrheit offenbart. Die alte Ordnung ist gebrochen, so viel wussten wir. Aber die Antworten liegen hier in Paios Dank. Er hat sie mir gewiesen. Würdet ihr uns auch einweihen in diese Antworten? Nein. Würdet ihr uns einweihen in was ihr machen wollt? Wir werden uns deines Lichtes bemächtigen, ob sie hier wollen oder nicht. Nun, es freut mich, dass Praus euch ein Zeichen gegeben hat. In der Tat. Also, habe ich das richtig verstanden? Rafim soll die Trollsager bereit machen? Nein. Also, ich habe ja mit dem Bauern gesprochen. Den habe ich übrigens komplett abgefüllt. Der wird sich an nichts erinnern. Vermutlich ist das Grab unter der Sakristei. Seht ihr? So wie ich es sagte. Ja, das sagte Kanizitiana auch. Ach ja, und wir suchen Darados Klaue. Beziehungsweise, ich denke, Manning sucht Darados Klaue. Ein guter Name. Offenbar ist das der Name, das Schwert, das Paraios lobt von Selam. Was bedeutet, dass dieses Schwert das Blut von Hunderten von Rondrianern getrunken haben muss, was vermutlich Mannings Interesse daran erklärt. Dann ist es also dies, worauf ich gewiesen wurde. Ich sah um mich herum das zerstörte Gareth. Auch das ewige Licht leuchtete noch oder wieder. Und ich sah ihn, der wies mir den Weg. Seine Schritte waren das Leuchten der Hoffnung und seine Augen die Feuer der Vergeltung. Ja, wir holen dieses Schwert. Vergeltung, sagt ihr? Dies werden wir, Rafim. Koste es, was es wolle. Sagt denn Vergeltung? In der Tat. Ich muss da mal Jalan unbehaglich. Davon jetzt mal. Jalan, du hast nicht das Gefühl, dass Jalan dich auch nur wahrnimmt. Oder überhaupt jemanden in diesem Raum länger als 2 Sekunden. Er hat auch eine gelb leuchtende Aura, die ihn umgibt. Das hast du das letzte Mal gesehen, als er den Riss an Gareth betreten hat. Du hast fast das Gefühl, seine goldene Hand wäre wieder dort, aber unter den Handschuhen ist es schwer auszumachen. Vermutlich nur eine Lichtspielerei. Greifenbund, und wie machen wir das? Mit allen Mitteln. Ja, das habe ich verstanden, aber habt ihr einen Plan? Weil den habe ich nicht. Noch nicht. Wir werden Kontakt mit dem Sortenmarschall aufnehmen. Er wird mehr wissen. Er ist entrückt, Rafim. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Moment, um ihn nach Details zu fragen. Sollte dies zu nichts führen, werden wir es nun einmal entwenden müssen. Sollte dies zu nichts führen, erstürmen wir die Sakristei. Sollte dies zu nichts führen, schießen wir sie zu Klump und durchsieben die Trümmer. Na, mit dem Ja, kann ich also was wenn ihr anfangen. möchtet, können wir auch damit anfangen. Nein. Naja, dann nicht. Na gut, dann hängen wir in der Nacht diese Porte ab, treffen uns morgen im Laufe des Tages mit dem Sonnenmarschall und setzen über auf Land. Gut, kümmert euch darum. Sollen wir den Sekretär oder unseren Verf
unseren Aufseher in eine der Zellen sperren lassen? Nein, belasst ihn, wo er ist. Er wird nur einfach nicht mitkommen. Auch er wird sich der Wahrheit beugen, früher oder später. Ja, er wird sich später beugen. Im Augenblick ist er in einer der freien Kajüten gegenüber von unseren beiden Magierinnen. Nicht unbedingt der Ort, wo ich ihn untergebracht hätte, aber Kanizidiana wusste sie nicht besser zu helfen. Wir sollten einen Dukatengardisten abstellen, der ihn auf Schritt und Tritt begleitet. Naja, in dem Gang steht ein Dukatengardist. Nun ja, wenn er den Gang verlässt, sollte ihm jemand folgen. Wenn der Sekretär einen eigenen Sekretär bekommt. Genau. Man muss das so richtig verpacken. Wie ihr möchtet, Kapitän. Ich möchte nicht, dass dieser Mensch hier auf meinem Schiff herumläuft. Ohne dass ich weiß, was er tut. Ja, wohl, Kapitän. Sulamin. Ja, dann. Bring mir Weihrauch. Die Kapelle riecht widerlich nach Blut. Nun, ihr solltet eine Menge Weihrauch unten in der Kapelle vorfinden. Dieser ist aufgebraucht. Aufgebraucht? Was habt ihr getan? Ich erinnere mich nicht, Gegenfragen erbeten zu haben. Ihr könntet ein wenig Höflichkeit walten lassen, da stehen euch gut zu Gesicht. Jalans Augenfarbe hat sich wohl auch von blau verändert auf gelb. Der Gerechte spricht, Abelmir, und die Gläubigen hören. Kalane hebt sich vom Tisch und schreitet aus dem Raum. Wird der jetzt die ganze Zeit so sein? Ich kann doch nicht der Einzige sein, der ihm auf die Schnauze hauen will, bitte. Also ein bisschen zumindest. Ich hoffe, das gibt sich wieder. Ja, das sollte sich wieder geben. Ich werde ihm ein wenig Weihrauch aus meinen persönlichen Vorräten geben und dann ist er hoffentlich beschäftigt. Wir können ihn sonst so lange in die Arrestzelle sperren. Wenn ihr ihn beobachtet, wird Jana tatsächlich noch den Rest der Nacht dann in der Kapelle verbringen. Ja, das Problem ist gerade, dass du sehr hart auf der Quanions-Queste bist und deine Entrückung gerade nicht abbrauchst. Ja, deswegen meditiere ich jetzt auch erstmal, um Karma reinzukriegen, wo noch mehr Entrückung reinkommt. Ja, zumindest wird sie nicht abgebaut. Ich muss mir wohl genau überlegen, was für eine Art Weihrauch ich ihm gebe. Ja, dann wird den von Sudamin relativ wortkarg in Empfang nehmen. Und wie gesagt, dann den Rest des Abends, bis er dann irgendwann der Schlaf holt. Er ist ja jetzt schon seit wann wach? Lange. Wird er vermutlich dann dort einschlafen. Ich würfel einfach mal. Sulamin, dir fallen Berichte von Reshalia ein. Sie kannte mal einen Rayani, der so sehr hart gedrückt ist, dass er sich einfach in Blütenstaub aufgelöst hat. Ich betrachte Yalan, aber er sieht doch noch ganz solide aus, abgesehen von dem Leuchten. Und ich weiß nicht, er scheint mir nicht der Typ zu sein, der sowas macht. Vielleicht nicht in Blütenstaub auflösen, aber du hast die Angst, dass er sich irgendwann in Licht auflöst. Ach was, der hat noch eine Mission. Der löst sich nicht auf, bevor er die nicht erfüllt hat. Ja, die Seele von Oberan wieder zurück nach Alvaran tragen. Aber so vergeht die Zeit. Wollt ihr die Insel weiter nach Süden umrunden? Ihr seid nach Norden gestartet, dann würdet ihr grob nach anderthalb Tagen, würdet ihr dann wieder Preiostank erreichen? Nee, wir wollen am Tagsüber weiter segeln, ja. Um die Insel herum sozusagen, und nachts gegen Gegenkurs einschlagen und die Positionslichter löschen, sozusagen die Potte kreuzen und sie möglichst abhängen irgendwie. Okay, gut. Das soll gelingen. Ihr könnt dann auch, während ihr die ganze Nacht und den ersten Tag dann überfahrt, also ihr wart ja grob gegen 18 Uhr wart ihr dann hier an der Position und könntet dann noch ein bisschen in die Nacht weiterfahren und könnt dann vor euch in einiger Entfernung könnt ihr dann noch Positionslichter erkennen. Wenn ihr dann genauer hinseht, Hasswolf wird euch dann helfen können oder dann eben eure eigenen guten Augen, vor allem die von Diamantis, könnt ihr dort eine zweite Patrouille der Goldenen Flotte erkennen, die dort dann vor euch ist. Es ist ebenso eine Potte, die allerdings nicht in eure Richtung fährt, sondern dann eben ihre Patrouille dann selber fortführen möchte, so dass er dann eben anhaltet in der Nacht, kurz wartet und Jilaskan etwa nicht auf Küstenseite, sondern eben weiter raus auf die offene See
lasst ihr dann die Potte hinter euch mit gelöschten Positionslichtern. Das ist natürlich alles ein bisschen gefährlich. Aber ja, könnt dann so ein bisschen warten und dann die Segel wenden, damit ihr dann irgendwann gegen frühen Morgen, ich sag einfach mal zur 8., 9. Stunde, wieder die Stelle erreicht, wo ihr die Radromtal entdeckt hattet. Und so kommt ihr dort an. Wir sind hier. Lass dein Boot zu Wasser. Dragan, sag den Männern, wir brauchen ein Beiboot. Jawohl. Soll ich mitkommen? Ja, du bist mir immer ein willkommener Gast. Was macht ihr mit dem da? Dem 1O. Soll der mitkommen? Naja, ihr könnt versuchen, ihn aufzuhalten. Ich halte das allerdings für keine gute Idee. Richtig, Jalan? In der Tat. Der Rechtschaffende kann von nichts aufgehalten werden. Richtig, und er geht seinen Weg. Okay, ist mir egal. Ja, mir auch. Hey, Junge, euer Boot. Kurze Zeit später sitzt ihr im Beiboot. Ihr könnt übersetzen zur Radromtal und der Dogul gischt und Schildkleider, die runtergeworfen werden. Euer zum Gruß. Wer seid ihr? Ihr wart gestern einmal schon hier. Jarlan Goldhand, wir sind hier, um mit dem Marschall zu verhandeln. Der Marschall ist nicht hier, er befindet sich auf der Insel. Dann warten wir. Er wird nicht kommen, eine Woche bleibt er dort. Dann bestellt ihn ein. Wie denn? Er antwortet nicht. Der sieht so aus, als wäre das für ihn selbsterklärend. Also, ihr müsst meinen Kameraden entschuldigen. Er ist manchmal ein Riesenarschloch. Er ist entrückt. Mäßigt euren Ton. Er ist kein Arschloch. Naja, ihr kennt ihn ja nicht, wenn er nicht entrückt ist. Aber gut. Hört nicht auf ihn. Unter seiner Unflätigkeit verbirgt sich ein wahres Herz. Das sehe ich wohl. Würdet ihr sonst nicht mit ihm ziehen? Ja, ich bin auch ganz gerührt. Ist der Marschall nicht wieder hierhin gekommen, weil seine Beiboote haben die Insel wieder verlassen? Richtung Nein. Norden? Das weiß ich nicht. Wir haben ihn vor einigen Tagen auf Breiostank abgesetzt. Er sagte, dass er mit dem Hüter verhandeln möchte. Mit dem Wahrer der Ordnung. Ein Beiboot hier wieder angekommen? Nein. Welche Befehle hat er euch gegeben? Wir sollen hier verharren. Wir wurden einige Zeit von der goldenen Flotte beobachtet. Daraufhin haben wir uns abgesetzt und uns in dieser Bucht zurückgezogen. Wir verbergen uns nicht, sondern wir liegen hier einfach nur vor Anker. Eines eurer Beiboote nahm gestern den Weg in diese Richtung. Kam es an? Hier sind keine Beiboote vorbeigekommen. Ja, und wir sind doch die gleiche Strecke danach gefahren, korrekt? In der Tat. Ja, der Brief, den wir bekommen. Er kam doch von ihm, oder nicht? Das heißt, er muss auf dem Beiboot gewesen sein. Nee, anderes Boot. Das Boot, das weggefahren ist, ist nicht wie das Schiff Fischerboot, ja, das uns hierher gebracht hat. Das kam wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass die auf dem Boot waren, dem Schiffer auch den Brief gegeben haben. Naja, das wissen wir nicht. Aber das ist natürlich möglich. Der Sonnenmarschall setzt sich nicht in ein Boot und rudert zu uns. Wir kommen zu ihm. Nun, dann hat jemand anderes eure Beiboote genommen. Dann wird er sich rechtfertigen vor Paios. Wisst ihr, was hier in der Gegend noch ist? Könnte man hier irgendwo anlanden mit den Beibooten? Nun, mehr auf die offene See sollte man nicht tun. Vor allem jetzt, wo der Sturm stärker geworden ist. Von Gilas Khan aus gibt es eigentlich nur eine Richtung, wenn man sich von der Insel entfernen möchte. Das wäre Atlas Khan. Aber das ist kein heiliges Land mehr. Von dort aus könnte man auch nach Yandraskan übersetzen, aber alleine der Weg von Yandraskan nach, nun ja, ich kenne mich nicht dort aus, aber das maraskanische Festland wäre waghalsig. Möglich, aber waghalsig. Frage ins Off, sie erst einen Tag her. Kam das Boot auch wieder zurück? Nein.
Dann werden wir es finden. Captain Etlaskan. Seid ihr sicher, dass wir dort das Grab finden? Was hat das mit dem Sonnenmarschall zu tun? Wir werden nach dem Boot suchen. Finden wir es nicht, kehren wir zurück nach Parastank und sprechen mit dem Marschall persönlich. Nun, tut wie ihr wollt. Wir warten noch eine Woche hier. Mittlerweile sind das nur noch 6 Tage. Informiert ihn von unserer Anwesenheit, wenn er zurückkehrt. Nun, dann wünschen wir euch viel Erfolg bei der Suche. Ich bin mir nicht sicher, ob es uns wirklich gelingen kann, auf offener See ein kleines Fischerboot zu finden. Am Strand, Kapitän. Am Strand. Wenn sie es eingezogen haben, werdet ihr es nicht finden. Dann finden wir die Spuren. Das Licht der Wahrheit beleuchtet alles und sei es noch so gering. Praios Vult, Bruder. Praios Vult. Ja, dann dreht sich um und klettert ohne weitere Kommentar wieder zurück ins Boot. Dank für eure Hilfe. Ich liebe es, mit den roten Menschen zu sprechen. Ja. Das meinte er nicht ironisch. Ja, nicht, dass ich sagen möchte, Jalan hat manchmal auch beschissene Ideen, aber Praios spricht die Wahrheit und Jalan hat manchmal auch echt beschissene Ideen. Ich glaube, das ist so eine. Ja, ich halte es auch für keine gute Idee. Da ist der Moment, wo ihr unser Kapitän seid und eine bessere Idee befehlen könnt. Dann lasst uns erstmal wieder an Bord gehen. Ja, ist das eine hervorragende Idee. Dort können wir alles weiter besprechen. Ja, das wird bestimmt eine gute Diskussion mit ihm. Nun, ich bin der Kapitän. Ich habe zu entscheiden über die Sicherheit dieses Schiffes. Wenn ihr einen Tipp wollt, ihr könntet einfach nicht mit ihm diskutieren und darauf spekulieren, dass er in seiner Kajüte bleibt. Nein. Dann ja nur. Wenn ihr wieder mit dem Beiboot übersetzt zu eurem eigenen Schiff, könnt ihr dort schon mit den Armen verschränkt euren Sekretarius sehen, der euch skeptisch und missmutig anblickt. Ich würde ihn einfach ignorieren. Wenn er sich von sich aus nicht bemerkbar macht. Verzeiht, Zulamin? Zulamin. Ja, was kann ich für euch tun? Ich hoffe, man hat euch gut behandelt. Selbstverständlich, aber sagt, was hattet ihr mit den Schiffen des Sonnenmarschalls zu tun? Warum habt ihr mich nicht mitgenommen? Ja. Nun, ihr seht ja, dass unser Gefährte sehr entrückt ist und irgendwie war er plötzlich davon besessen, dass wir mit dem Sonnenmarschall reden müssen, der natürlich nicht hier ist, wie wir ja wissen, aber er war einfach nicht davon abzuhalten. Also haben wir ihn begleitet, um Schlimmeres zu verhindern. Eure Anweisung ist, uns auf dem Land zu begleiten, nicht auf der See. Er überlegt kurz, ob er widersprechen soll, überlegt kurz, ob Zulamin lügen würde, nickt dann aber, sieht zufrieden aus und lässt dann seine verschränkten Arme sinken und schaut jetzt wieder freundlich, immerhin ist Jalan zurück, entrückt.